Um vielleicht in den Worten von Goethe was zu sagen, wir haben in dem Alten Testament die herrlichste, wie sagt das, die herrlichste Sammlung an Liebesliedern, die Gott je erschaffen hat. Wenn man versucht herauszueruieren, was wir gleich machen werden, was die Texte selbst sagen, dann sehen wir ein Feuerwerk von Sexualität. Und das ist genau das, wo wir hinwollen, dieses positiv besetzt sein innerhalb der Bibel dessen, was Sexualität ist. Zwei Kitzlein, die sich bewegen beim Tanzen. Man redet hier von hüpfenden Brüsten in der Bibel. Ein bisschen absurd und ein bisschen wegführend eigentlich für viele Bibelleser, die doch eher das Fromme suchen. An dieser Stelle habe ich Augustinus nie verstanden, warum die Sexualität so negativ bewertet wird. Wenn sich doch die Leiblichkeit des Menschen einem göttlichen Schöpfungsakt verdankt und wenn dieser selbe Gott in der Genesis, du hast es vorhin angedeutet, auch noch sagt, seid fruchtbar und mehret euch, geht ja ohne Leiblichkeit nicht wirklich. Wie kann dann die Schönheit eines Körpers und die damit zusammenhängende sexuelle Begierde, wie kann die Sünde sein? Dass wir im Hohen Lied ein unglaublich feministisches Buch haben, was faszinierend ist. Die maßgabende Person ist die Frau, die tonangebende Person in der ganzen Beziehung. Und was noch faszinierender ist, es ist ein Buch, das sich gegen die patriarchale Struktur damals wendet. Weil die beiden, die da miteinander liebkosen, sind nicht verheiratet. Aber die Leiblichkeit des Menschen erfährt jetzt bei ihm eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Und Leiblichkeit hier auf der Erde heißt immer auch Körperlichkeit, die fleischliche, die materielle Körperlichkeit. Warum? Weil der Leib gerade Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle ganz sanft nur, aber doch widersprechen wollen. Weil die Sexualität in meinen Augen schon da ist, indem die beiden ein Fleisch werden. Da ist die Sexualität doch schon da. Das Interessante, Bemerkenswerte für mich am zweiten Schöpfungsbericht, hier bei Paulus und später bei Matthäus nochmal ist, dass die Sexualität eben nicht exklusiv der Zeugung von Nachkommenschaft zugeordnet ist. Paulus bricht das jetzt hier speziell herunter auf die offenkundig ihm vorgelegte Frage, wie ist das, wenn Männer zu Prostituierten gehen? Und er sagt, ja, da kommt es im Prinzip im wahrsten Sinn des Wortes zum Äußersten, weil näher können sich zwei Tempel des Heiligen Geistes dann auch nicht kommen, als wenn man diese Schamschranke eben überschreitet und die ein Fleisch werden. Und an dieser Stelle muss man überlegen, dient das jetzt der Verherrlichung Gottes, ja oder nein? Aber im Endeffekt macht man hier tatsächlich ernst mit dem, was Jesus an dieser Stelle sagt. Es geht eben nicht nur um das Ja-Wort vor dem Altar, sondern es geht tatsächlich, wenn diese leibliche Dimension des Menschlichen in der Ehe auch ihren höchsten Ausdruck findet. Ja, diese leibliche Dimension ist die Unterschrift unter dieses Ja-Wort. Darum geht es ja genau. So könnte man das sagen. Dieses Einfleisch werden. Genau.